So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Ach, so, schön. Jetzt machen wir mal ein Plus, ein kleines, ne? Was haben wir denn hier? Das läuft. Wie haben wir hier jetzt? 8 Tonnen Klamotte drin. Ja, die schrauben das gleich zusammen, wie sie das gehört. Und der Überschuss wird auch gleich verkloppt. Ich weiß gar nicht, was haben wir verdient? Verdient. Letzten Monat. Export. 29 Tonnen Klamotten. 29 Tonnen Klamotten ging durch. Immerhin. Ja gut, Strom ist klar, ne? Strom ballern wir eine ganze Menge raus. Alles, was wir hier nicht brauchen. Oh cool, der ist fertig. Hui, der ist ja fertig. Das ist ja Hammer. Elektrizitätsproblem, hör doch auf. Na gut, ein Mann ist hier am Schaufeln wie ein großer. Das ist ja auch so, hier fehlt ja auch draußen irgendwo eine Bank, ne? Eine Bank mit einem Tischchen so, ne? Dass die draußen nochmal kurz, ne? So, dass die, wenn der Schichtwechsel ist, ne? Dass die schon mal draußen stehen können und ein bisschen warten, dass dann die anderen rausgehen oder irgendwo eine Kantine oder irgendwas fehlt hier in dem Gebäude. Das fehlt irgendwie. Ne? Weil die fahren nämlich mit dem Bus hier hin und sagen, ey, gucken Sie aus dem Fenster, oh, das ist ja noch, nö, das ist ja noch alles voll. Dann fahren wir weiter, ne? Und in dem Moment gehen die alle nach Hause. Dann müssen wir auf den nächsten Bus warten. Das ist ein bisschen, aber na gut, gibt Schlimmeres. Wo war denn der Heli? Da war noch ein Helikopter. Alles klar. Gut, so. Gibt's was Neues? Gibt es noch nicht. Müsste nicht bald mal kommen hier? Wir haben Sommer, du, das ist mollig warm fast. 16 Grad. Ne? Da rennen wir schon mal kurz an dem Pullover rum. Jawohl, ja, tun wir. Ah. Er macht hier was. Was machst du denn hier? Eisenmine. Guck mal einer an. Er bringt da was hin. Der kommt auch hier. Was hast du denn? Eisenmine. Entladen. Kies. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist da. Das müsste abgearbeitet werden. Wenn ich das jetzt anfange zu bauen. 19. Stopp. So. Weiter geht's. Jetzt können wir die letzten Ressourcen dann hinballern. 94.000. Wir warten. Mal sehen, ob sie das da oben hinfahren. Fliegen. Fahren tun die. Hubschrauber fährt nicht. Und wenn er das macht, ist nicht was kaputt mit. So, guck mal hier. Bahnhof ist fertig. Schön. Mülltonne ist auch fertig. Die Müllhalde, die kleine. Das geht ja eigentlich nur noch, diese Müllhalle ist eigentlich nur wichtig, weil wir den Müll von hier oben runter kriegen sollen irgendwie. Gell? Das ist das Einzige, was uns wichtig ist. Ah, jetzt kommt er hier angerollt. Okay, was hast du mit? Warte. Beton. So, nächste kommt auch mit Beton, oder? Na? Was, jetzt Beton oder was? Ich hab's nicht gesehen. Ach, super. Oder war was anderes? Na gut. So. Was ist denn hier los? Seid hier am Machen. Das ist das da? Bau wurde unterbrochen. Keine Ahnung, Baufahrzeug. Wart. Ja, die sind am Rotieren. Die machen schon, was sie können. Also, ne? Die versetzen gerade Bäume. So, hühot, mach das fertig hier. Hü, das ist fertig. Okay, da brauchen wir hier noch Regeln. Was ist das hier? Nein, hier Bauentwerfen zu diesem Ding. Ja, okay, das ist klar, der. Die Helikoptergeschichten kommen da hin, ne? Sonst nicht. So, Hallenbad ist schon mal fertig, ne? Wasser ist noch eiskalt, aber es kommt noch. Wir geben uns Mühe. So, Waren sind da, ne? Waren sind da. Das ist auch da. Gut. Ja, wir können nur aufbauen erstmal. Wir können erst gerade irgendwie nicht. Wir wollen ja beim. Das langsam, dass wir einige Sachen fertig haben, bevor wir mit neuen Geschichten anfangen.
Was war das hier? Was hole ich hier? Beton, ne? Ja, genau. Hol dir Beton. Beton. Nee, Quatsch. Was ist das? Beton? Was ist das hier? Asphalt. Ach, da bräuchten wir zwei, war das, ne? Da war ja das, da bräuchten wir zwei. Um das laufen zu haben, aber haben wir nicht. So, wie war es hier oben? 55 Leute, das ist doch großartig. Siehst du, da läuft es auch. Nee, manchmal, das, da können wir mit einer Station sozusagen das fertig machen. Wir kriegen da oben nicht mehr Leute rauf. Und Kohle wird hier auch weggefahren. Sehr schön. 5 Tonnen, 8 Tonnen. Zehn Touris. Änderung der Zufriedenheit. Ein Kind ist gestorben und ins Gefängnis gekommen. Zwei konnten keinen Alkohol trinken. Oh mein Gott. Nicht genug Fleisch. Hunger. Wieso? Wieso? Hä? Wieso nicht essen? Essen ist doch tonnenweise vorhanden. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade gefreut, dass mal gerade keiner vor der Tür rumlungert, aber das machen sie doch jetzt. Gut. So, und sonst? Hier unten ist, ...222%. Oh Gott, das will ich. Will ich gar nicht gucken, was hier los ist. 2802%. Uiuiui. Wo war der andere? Der war doch irgendwie hier, ne? Was ist das hier? Im Spannberg. 179, 109. Der wird nochmal ordentlich mal einen Druck haben, weil wenn das hier... Warte mal. Produktion ist eingestellt. Ich hab's ja gesagt. Gut, dass du das bist, nicht was. Gut, dass wir den haben. 27 Knastis haben wir schon. Och, du Himmel. 27 Leute, die unbedingt da, ne? Na gut. Was brauchen wir hier noch? 223 Tonnen Stahl. Ja, das geht so richtig langsam ins Eingemachte, ne? Aber ich meine, wenn das denn mal fertig ist, dann läuft das auch, glaube ich, ne? So, was ist hier? Fehlende Ressource Stahl. Hm. Haben wir Stahl mehr? Obwohl ja, da liegen noch 60 Tonnen rum. Hallo? Und hier? 91! So, hör mal. Keine Ziegel im offenen Lager verfügbar. Was? Leute, 41 Tonnen liegen da rum. Seid ihr irgendwie milchig oder was? Sekunde. Warum ist hier keine Ziegel im offenen Lager verfügbar? Da liegen 41 Tonnen rum. Sekunde mal. Mal sehen wir hier, mal gucken. Was haben wir denn jetzt? Das ist das Bauernter, das will ich gar nicht wissen. Nutzfahrzeug, da will ich gucken. Kies, Ziegel. Baulager, Ziegelbretter. Ziegelbretter. Leute, das sind Ziegel. Da liegen 41 Tonnen rum. Oder auch nicht mehr ganz so viel. Keine Ziegel im offenen Lager verfügbar. Das stimmt doch gar nicht. Was ist denn los hier mit euch, dö? Freunde? Das finde ich aber nicht in Ordnung. Was? Jetzt kommt der nächste an. Ne, will er nicht. Und Stahl ist auch da. 43 Tonnen. Wieso keine Ziegel? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Na gut. Muss ich vielleicht auch jetzt gerade nicht. Nicht weiter drüber nachdenken. Nicht weiter drüber nachdenken. Nix. Gar nichts. Ganz locker bleiben. So. Produktion eingestellt, was Neues, neuer Fahrzeugtyp. Okay. Auch nicht. Schade.
Immer noch nicht. Wo ist denn der große, der dicke, fette Helikopter? Den brauchen wir echt mal. So, hier wird gebaut. Wie groß? Verarbeitungsanlage, pass mal auf die hier. Die eine werden wir kurz mal, ich glaube mal einstellen. Das können wir erstmal eine bauen, ne? Wir bauen erstmal nur eine. So, dann können wir erstmal die hier bauen, damit die fertig wird. Was haben wir hier? 12 Tonnen Beton. Fehlende Ressource, Stahl. Ja gut, die jetzt nicht da ist. Gut. Das Coole ist jetzt, wenn wir von da aus, mit dem Busbahnhof, wenn wir da Leute hin, die fahren dann direkt hier hin. Zum Bahnhof. Da werden die Leute verteilt. Da müssen wir mal schauen, wie wir die am besten dann unterbringen, weil da müssen wir eine ganze Menge hinkriegen. Seilbahn. Ne, da muss eine ganze Menge hin. So. Festgenagelt auf 50% die Loyalität. Kulturgenuss 96%. Religiöse Teilnahme ist bei 0. Ist klar, logisch. Wir haben nichts hier. Nichts. Aber ich meinte doch, zum Release sollten hier noch sollte eine Kirche mit rein. Da war ich mir sicher. 105% Produktivität. Großartig. 60 Arbeitslose. What? Lebenserwartung 82,4. Sehr cool. Was haben wir gerade? 3. April letzten Monat. Klar, also einen richtigen Schwung gemacht hier, ne? Was ist das hier gewesen? 19.3. Oh, nee, Schuss gemacht, ne? Was haben wir hier gehabt? 74,5 bis 82. Das ist großartig. Auch schön voll, ja, das ist nicht gut. Das hier noch, das ist ein bisschen so dieses, aber doch. Warte mal. Das geht so langsam nach oben, das ist ganz dezent. Eventuell, müssen wir mal gucken, wie das am besten passt. Radio. Es gibt heute keinen Strom, was? Was? Wie kein Strom? Leute, kommt mal hier ran. Und fix. Hier muss man, ne, mal schnell. Hi-hot. So. Aktueller Produzentendurchsatz 80%. Sehr gut. So, wie haben wir den Saft hier? Wie können wir den senden? Wo ist denn der Sender? Da ist er. Plus 0,37. Sowjetische Propaganda. Lass mal ein bisschen hochdrehen hier. 32%. Propaganda, das muss laufen. Das nützt alles nichts. Machen wir hier Vollgas. Alles, was da ist. Mach. Gut. Soweit, so gesund. 42 ohne Job. What? Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Die können nicht mal da hinkommen. Die können doch nicht mal... Ach du Himmel, die laufen nicht zum... Ach du Grüß, das ist nicht zu fassen. Wir müssen versuchen mal hier ein bisschen Straße wieder aufzuwerten. Ach du großer Gott. Schneehals, kann man das beeinflussen, dass mehr Leute Radio oder TV haben? Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht, das kannst du nicht beeinflussen. Ist ja vorhanden, du hast es ja angeboten, ne? Elektronik ist da. Gelle, das ist vorhanden und die können es kaufen oder nicht kaufen. Das kannst du nicht beeinflussen. Vielleicht kann man das, doch, vielleicht könnte man das beeinflussen, wenn man das Preisniveau runtersetzt. Ne? Also das auf 2,5, nehmen wir auf 2,3 mal runter. Dass dann mehr Leute ein Radio kaufen, wir gehen auf 2 runter. Ich probiere das mal. Auf 2,0. Ich könnte ja auch Radios verschenken. Ja, das könnte man auch machen, Schneehals. Da verkleidest du dich ein bisschen als Weihnachtsmann, ne?
Mit einem großen Säckle und dann ho 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 und dann geht das schon los. Könnte man auch versuchen. Pass mal, ich werde mal ein bisschen Straße aufwerten. Vielleicht kriegen wir das hin, dass diese 43 faulen Säcke dass die zum Bahnhof kommen. Die Propagandamaschine muss laufen, richtig. Das muss rotieren. So, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich werde die Straße mal ein bisschen asphaltieren hier. Die bauen wir auch gleich, ne? Die Straße. So, mal auf. Bis dahin. Schawupsele. Mal gucken, ob wir jetzt dahin laufen. Immer noch nicht. Was bremst uns denn so furchtbar ab? Was bremst uns denn da so furchtbar ab? Ah, das ist, glaube ich. Ah, warte mal. Die müssen. Ja, ich sehe schon, die müssen weite Wege laufen. Wir werden mal sehen, ob wir nicht hier direkt hier runterkommen. Ob wir da nicht einen super tollen Fußweg von hier oben. Bis dahin. Denn irgendwie. Kriegen wir das da nicht mit ran? So. So, ne? Jetzt müsste das da schon wesentlich besser sein, oder? Jetzt laufen sie auch zum Busbahnhof. Das ist ja nicht der. Also, hör mal. Gebäude hat keinen Strom. Hör auf zu spinnen! Wo ist denn der Bus? Der Bus, wo ist denn der jetzt hier? Jetzt ist es aber langsam echt knapp hier, ne? Vier. Frag mich nicht, wo die hinkommen. Ach, hier, warte mal. Die Knassi-Jungs, die fahren, die laufen. Ach, die arbeiten ja auch noch, ne? Warte mal, was haben wir denn da? Da ist nur ein Bus. Da fehlt ja nur einer. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel nimmst du mit? Wie viel haben wir denn hier drin, ne? 22 Häftlinge. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Da fährt er. So, fahr mal rauf. Mal gucken, wie wir nehmen mit. Ganze zwei. Naja, gut. Ne? Aber ich meine, was weiß, wir werden noch einen zweiten uns organisieren. Da. Der ist neu, ne? Oh ja, der ist neu. Den nehmen wir so ein. Und sagen dem mal, pass mal auf, hier. So. Und hü. Das mitfahren. Siehst du wohl. Arbeitslose 0. Bei Multiwohner 300 noch immer. Ey, ist aber ein cooles Gebäude, ne? Ganz ehrlich. Das gefällt mir total. Finde ich irgendwie. Das hat was. Hat was. Hat er was. Was hat er? Ja, was hat er denn? So. Das hat aber auf jeden Fall irgendwas. So, wie weit ist es hier oben? Fehlt noch Ressource Stahl. Für 96.000 kostet der Spaß immer noch. Und das hier fehlt auch noch Stahl. Aber der ist ja. Der, ne? Der fährt da hoch. Warte mal. Aus Spaß haben wir mit bei ihm. Den Berg mal runterfahren, mal sehen, wie das ist. Nur. Mal auf Kamera. So, jetzt fahren wir da mal mit Berg runter. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. So, mal, wir fahren Berg runter. Ist jetzt schon schlecht. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh. Mitten mangt die ganze Hügel ist hier. Wir belasten die Wagen extrem, ne? Apropos, oh, wir brauchen noch eine Werkstatt, ne? Die haben wir noch gar nicht. Noch keine Werkstatt. Sehr cool. Okay, so schlimm ist es jetzt doch nicht, wie ich mir das gedacht habe. Das geht noch. So.
Nein, ich wollte gerade sagen. Oh. Gut, sehr schön. So, mal ausmachen hier. Hopp, raus. Zup, was haben wir hier? Weltwirtschaftsbericht, okay. Elektrizitätsprobleme. Produktion eingestellt. Ja klar, es ist warm, ne? 18 Grad, jawohl, ja. Ach, schon wieder Elektrizitätsprobleme. Warum denn eigentlich? Wir haben noch genug Leute da. Da ist 20 Mann drin. Ja, Mensch, also bitte. Hört auf zu fragen. Alles gut. So. Und vor allem haben wir, was war das jetzt hier? Obwohl wir jetzt gerade so viel Stahl importieren und so ganzen Krams. Wir haben jetzt minus 12.000. Minus 16.000. Das ist eigentlich noch okay, ne? Mit 32.000 Touristengeschichte, Touristenfalle läuft. Ne? Das funktioniert. Wir können hier ein bisschen hochschrauben noch wieder. Copy, 50. Ganz dezent, ganz vorsichtig machen wir es. So, jetzt mal gucken, was nimmst du mit? Ein Häftling. Das sind faule Säcke, ne? Wer hier sitzen will, soll, der soll auch arbeiten. Sechs nimmt er mit. Guck mal hier, das ist voll. Cool. Oder ihr habt gerade welche wieder mit zurückgeschleppt. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Mal sehen, ob die verschwinden. Die sechs. Na toll, das überholen wir aber auch für nix, ne? Das war eine 6 Sätzen sozusagen. So, fahren wir hin. Sechs Leute. Hoffentlich werden wir die alle los. Na gut, einer bleibt über. Immerhin. Jetzt würde er reinpassen, ne? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Na gut, muss was machen. Machst du nix. So, aber hier unten läuft es ja eigentlich relativ gut, ne? Ja, Zufriedenheit ist echt ist enorm gut eigentlich. Da ist nichts zu quaken, nichts zu meckern. Regierungsloyalität 50%. Wir kriegen das nicht weiter rauf, ne? Ich weiß nicht, was wir da machen können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir da machen können, was wir da besser machen können. Warum stehen eure Autos hier draußen rum? Fahrt damit durch die Gegend. Oh, hier. Das Hotel ist auch soweit startklar. Sehr schön. Was war das jetzt für eine Verteilungsstadt, ne? Genau. Die Jungs brauchen wir auch nochmal hier. Und zwar dahin. So. Hü. 15 Leute, 80 Touristen werden hier untergebracht. Die laufen auch bis zum... Ja, bis zur Haltestelle laufen sie immer. Siehste. Schön. Schön, schön, schön. Funktioniert. Da können wir mit arbeiten mit sowas. So, was ist hier noch? Was ist das hier? Da brauchst du eine Schule. Warte mal, mach das mal hier auf, ne? Hohe Priorität. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber der ganze andere Kran muss ja auch gebaut werden, ne? Was ist denn hier los? Was dauert das hier so lange? Fehlende Ressource Asphalt. Wie weit ist das hier? 76%. Wenn das Ding fertig ist, ne? Dann wollen die Leute doch gleich einziehen. Und das Schlimme ist, haben wir einen Strom hier unten? Weiß ich gar nicht. Gebäude hat kein Trinkwasser, genügt. Gar nichts, ist auch noch nicht fertig. Och, du Himmel, Freunde, mach mal fix hier. Und das ist auch noch nicht. Und die Röhrchen sind auch noch nicht fertig. Leute. Nur aber. Ist da noch irgendwas, was wir hier anmachen können? Ja, ne? So. Wir werden das mal alles anschmeißen hier. So, ne? Wuppi. Stress hoch 12. Wieso kein Strom auf dem Sportplatz? Ja gut, Flampe, aber ich meine, abends ist ja eh nichts, ne? So. 38%. Das Ding ist auch sozusagen fast fertig, ne? Hat kein Strom, Seilbahn ist nicht verbunden, weil noch nicht fertig ist. Logisch.
Gib mal ein bisschen Gas. Ach, und vor allem müssen wir dran denken, wenn wir das hier nachher, die Seilbahn, wenn wir die ausstatten, dass wir da eine Gondel mit Müll, eine Müllgondel haben. Dass da eine Müllgondel mitfährt. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das funktioniert. Habe ich noch nie probiert. Hoffentlich geht das. Dass da eine Müllgondel mitfährt. Dass wir den Müll, der hier oben ist, dass wir den hier runterbekommen. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob das funktioniert. So, richtig, 64 haben wir. Dann mal kurz gucken, wie weit sind wir hier? Das Fahrzeug, 37% Abnutzung, 33%, 28, der hier, 32, Arbeiter, Touristen hat er mit. Ganzen Börsch. 37. Eine Werkstatt. Haben wir die nicht? Ich weiß nicht, ob wir die schon gebaut haben. Wärmetauscher, Wasseranlage, Werkstatt haben wir gar nicht. Wir brauchen noch eine Werkstatt. Wir müssen irgendwie noch eine Werkstatt irgendwo hin zaubern. Wartung. Werkstatt, mittel, klein, groß, hast du nicht gesehen. 30 Leute. Die wäre hier von fast optimal, ne? Aber es hilft uns hier unten gar nicht. Weil. Was ist das? Ein Bauamt, ne? Das muss irgendwo. Die Werkstatt. Ja, die wären natürlich hier optibest, ne? Alle drin versorgt. Kriegen wir nirgendwo hier inzwischen gebaut. Ach du Himmel, wäre auch mal schön irgendwo hier. Das ist ganz cool, aber ich meine, es geht nicht. Was nicht passt, passt nicht. Da können wir nichts dran erinnern. Hier neben dem Hotel. Wir bauen sie, ach genau, neben dem Hotel. Hat man auch nicht so oft, ne? Die Werkstatt. Das würde hier hinpassen, die Werkstatt. Die Frage ist nur, ob die Leute auch da irgendwie hinlaufen. Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Mach mal einen Fußweg irgendwo ran. Macht er nicht. Warum nicht? 307. Das ist zu weit weg, ne? Wenn das nachher da hinten ist, ist viel zu weit weg. Da kommen wir gar nicht ran. Hier passt sie auch nicht. Was ist mit der kleinen Werkstatt? Die kleine. Stellplatz für 2 Fahrzeuge, 15 Leute. Ja, wenn wir die kleine bauen und die große, ne? Also irgendwo, ne? Spielt keine Rolle. Wir kommen da eh nicht ran. Hier passt sie nicht zwischen, da passt sie nicht hin. Ja, hier wird sie, wie gesagt, hier wird sie gut hinpassen. Frage ist nur, wie kriegen die Leute da nicht hin, ne? Das ist das Problem. Von da oben, da 335, von da könnten wir hier kommen. Aber die laufen auch von dem Hotel dahin, ne? Also zu dem Hotel hin. Da müssen wir die Leute auch irgendwie hinkriegen. Die Werkstatt. Wo bauen wir denn die Werkstatt hin, die Verfluchte? Oder hier oben hin? Oder die kommt hier oben rein. Fertig ist die Laube. Nützt ja ans nichts. Werkstatt muss ja sein. Vor allem, das ist ja noch der Weg nach oben zur anderen Stadt hin. Und also wenn wir jetzt einen größeren nehmen, was sind denn die große? 80 Leute, natürlich wahnsinnig viel. 30, 15. Reicht die kleine aus? Doch, die kleine reicht für hier unten aus. Für hier unten reicht die kleine, glaube ich, ne? Das machen wir. Wir machen die kleine mal hier unten hin. Mal hier unten irgendwie hin. So, ne? Nein, ach, nein! Oh! Na toll. Na gut. Ach so, was willst du machen? So, nicht zu reparieren, keine Arbeiter. Alles super. So, wir müssen den ganzen Gerümsel da irgendwie hinkriegen. Den ganzen Mist müssen wir da irgendwie reinkriegen. Kunststoffe brauchen wir, mechanische Bauteile, Elektronik hast du nicht gesehen, Stoff und so weiter. Das war aber doch irgendwie Versorgung Bau, ne? Ist das nicht das? Bitumen.
Kunststoffe müssen wir nur noch haben. Und Stahl. Die müssen dann da nochmal hinfahren. Warte mal, auf Pause. Ne, haben wir nicht. Pause ist jetzt. So, da mal ran. Und sagen. Entladen. 30%. 30% klingt gut, ne? Oder? Warte mal, auf 30%, wie ist denn das? 10 Tonnen. Müssen wir noch ein Lager rankriegen an der Teil? Ich sehe gerade 0,6 Tonnen, das ist ja unterirdisch. 1,2 Tonnen mechanische Bauteile. Ich glaube, da müssen wir noch ein Lager ran haben, wa? Ich glaube schon. Ich glaube, das müssen wir echt schon haben. Das nützt alles nichts. Da muss noch ein Lager ran. Wir brauchen noch ein Lager. Wo haben wir denn sowas? Ein Lager? Sowas wie ein Lagerhaus, ne? Stahl müsste reichen. Stahl müssen wir, können wir drin, sozusagen drin lagern. Aber hier noch ein kleines Lagerhaus hin. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Mechanische Bauteile, Elektronik, Kunststoffe. Das ist ein kleines. Das wäre mittelgroß. Das wäre ja gar nicht mal so verkehrt, wenn das... hier hinkommt. Oder? So. Das dahin. Bisschen Straße raus. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Das Ding muss mal verlängert werden, ne? So. Hopp. Wir gehen irgendwie da raus. Geht nicht, weil Steigung ist. Klar, logisch. Ist eine Steigung. Das ist nicht wahr. Ach du Himmel. Ja gut, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, das Baum reißen wir nochmal ab, das Teil. So, wir üben es nochmal. Gehen nochmal, ne? Und zwar... So, das müsste doch jetzt so ungefähr gehen, oder? Da und versuchen irgendwie rauszukriegen. So, ne? Mal gucken, ob wir irgendwie das Teil da rauskriegen. Können wir irgendwie... Mach doch mal diese Verbindung nicht, das ist ja furchtbar. Wo ist jetzt da? So. Ich weiß, ein bisschen komisch, aber immerhin. Das nehmen wir mal mit. So. Jetzt müssen wir theoretisch das hier bauen, ne? Damit die Werkstatt... Die Werkstatt, wir brauchen das noch nicht verteilen. Verteiler... Lass den einfach mal machen hier. Dass wir sagen... Was geht denn da rein? Treibstoffe haben wir nicht, ne? Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Aluminium brauchen wir da nicht rein. Der Rest ist okay. Ja, dann mal hüt, ne? So. Endlich ist er weg. Oh, endlich ist die Ruhe. Siehst du, 15 Mann sind schon mal da. Wir brauchen noch ein Fahrzeug. Wir brauchen ein... Was für ein Fahrzeug brauchen wir denn da? So einen. Welchen nehmen wir denn? Den hier? Oder so ein? Ich weiß nicht, wie viel Material wir brauchen. Ich glaube, so ein kleiner langt vollkommen aus, ne? Ich glaube, so ein kleiner langt vollkommen aus. So, zwei kleine. Ne? Ist ja für den Service. So. Ach du Schande. 1, 2, 3 Busse haben wir schon mal hier. Die fahren gleich schon los. So, das haben wir. Jetzt müssen wir denen nochmal Bescheid geben hier, ne? Mal auf. Gehen nochmal Benzin hinfahren, ne? Mülltransport zwischen offenen Lagern. Du brauchst einen offenen LKW. Was?
will nichts offen fahren. Das ist gut so, wie es ist. So, hier sind auf jeden Fall Fahrzeuge hier hin, ne? Auf dem Weg, höchstwahrscheinlich. Jawohl, ja. Elektroniksachen, Stahl, Mechanik und Benzin. Immerhin. Kommen die ersten Waren? Oh ja. Elektronik ist schon mal da. Stahl wird angeliefert. Nächste kommt rein. Ich das hier wieder mal. Ach ne, warte mal, wollen wir das gar nicht, ne? So, so ist schon schön. So, Benzin ist drin. Die Fahrzeuge werden repariert. Großartig. So, was fehlt uns hier noch drin? Kunststoffe und Stoff. Aber die sind auf dem Weg bestimmt, ne? Ich gehe da mal von aus. Nein, die sind nicht unterwegs. Ach nee, warte, die können auch nicht unterwegs sein. Die können nicht unterwegs sein. Was war das? Stoffe und Kunststoffe, ne? So, jetzt aber bestimmt. Die fahren los. Ja, genau. Das ist das gewesen, was gefehlt hat. Warte mal, dann müssen wir nochmal kurz hier reingucken. Das ist klar, das ist klar. Da haben wir einen Haken gesetzt, da haben wir einen Haken. Eisenbahnbauamt. Passt. Da haben wir einen Haken gesetzt, da haben wir einen Haken gesetzt. Und da haben wir einen Haken gesetzt. Wunderbar, siehst du, läuft doch. Lieber nochmal nachgucken, nochmal nachkontrollieren, ne? Bevor hier, was ist hier los? Keine Ressourcen. Ja, du stehst noch rum, ich weiß. Wir müssen so sehen, dass wir hier... Was kommt jetzt hier? Genau. Stoffe fehlen dir noch? Was fehlt bei dir denn? Was für eine Ressource fehlt denn? Würde ich mal interessieren. Weil der steht doch hier drin, der Bus, ne? Irgendwo steht er hier. Ich kann ihn nur nicht sehen. Da ist er nicht. Nee, hier steht keiner drin. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach, der steht hier draußen. Ja, aber der ist ja einsatzbereit. Ist ja nicht so, dass er jetzt hier rumsteht und nichts machen kann. Naja, der fährt weiter. Okay. So. Kunststoff und Stoff fehlen uns noch. Was haben wir jetzt hier? Was war das? Das war Stoff und das war Kunststoffe. Alles klar. Sind unterwegs. Ja, dann können wir nämlich, wir können die beiden loslegen. Großartig. Dann haben wir das auch. Schön. Werkstatt läuft. Gut, aber die Folge ist wieder durch. Da sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.